Ja, hallo meine lieben SoulSystem-BewohnerInnen, weiter geht's mit Old World von Moha Games. Ich bin wieder da, euer Bencake28 und ich hab euch nicht vergessen. Es ist ein bisschen was an Neues, an Content draufgekommen bei mir auf dem Kanal, deswegen eine kleine Unterbrechung. Für die Suchtis, die später einsteigen, ist es irrelevant. Genug des Blablups am Anfang. Wir spielen fröhlich weiter. So, ist eine ganze Weile her für euch, als ich die letzte Folge präsentiert habe. Auch ich muss mich immer wieder ein bisschen reinfuchsen, macht aber nichts. Wir tickern uns einfach mal so durch. Ist auch so ein bisschen was für euch, ne? Es ist so ein bisschen, versteht, wie dieses Spiel funktioniert. Weil, wie gesagt, roundabout Mai plus minus Monat kommt es ja raus auf Steam und dann wird dir auch der eine oder andere vielleicht Bock haben, das sich zu holen. So, deine Ärzte und Wahrsager haben dich gewarnt, das Ende ist nah, die Zeit, die Angelegenheiten zu erledigen. Tja, Monali ist wirklich wohl ein bisschen am Schwächeln. Und das ist ein bisschen ärgerlich. So. Okay, Anne hat Mut gekriegt, das ist super, sie wird nämlich bald Anführerin werden. Mein Ehemann Horapis ist schon tot, die ganze Hochzeit, die war wirklich nur für ein bisschen besseres Verhältnis. Es hat nicht lange gehalten, das Ganze. Es ist eine sehr dramatische Geschichte, die unsere Familie hier erlebt. So, Helen wird charmanter, hat ein Charisma. Ashat Nusnu, die Mitfühlende von den Kunsthandwerkern, ist gestorben. Und Helen und Sextus haben eine Tochter gebärt, Ramtue, na also, das ist doch schön. Oh, und hier gibt es einen freien Wissenschaftler, den brauchen wir dringend. 2 Jahre, wir brauchen dringend einen neuen Höfling und wir haben die Vereinödung fertig. Und es bringt uns mal ein ganzes Stück voran. Ihr werdet gleich sehen, wieso und weshalb. So, ich muss jetzt gerade gucken, was wir als nächstes in der Hauptstadt bauen. Ich denke... Ich denke, also bin ich. Ja, ich weiß, Leute. Ich weiß, Leute. Die Eisenproduktion zu erhöhen, wäre halt natürlich auch nicht verkehrt. Nee, ich muss die Eisenproduktion erstmal vorziehen. Ich hätte gerade was völlig anderes im Kopf. Hab's diesmal mal nicht laut gesagt. 20 Holz dazu bekommen. Unser Einkommen beim Holzbereich ist wirklich gut. So, dann gibt's hier noch ein Ereignis. Ein schrecklicher Verlust, ja. 20 EP, die wir jetzt auch nicht mehr brauchen. Und ich meine, ich hatte beim letzten Mal was gesehen. Okay, die galt eh schon für alles verbunden, aber das macht nichts. Da wollte ich noch euch ganz kurz was mitteilen. Wenn ihr zum Beispiel eine Straße an... Also Flüsse zählen wie Straßen. Die Küsten zählen sowas wie Straßen, würde ich sagen. Und wenn du zum Beispiel eine Stadt hast und dann hast du einen Fluss, die grenzt an die Küste, dann könnt ihr sagen, okay, Nippur ist schon verbunden, Ekibi ist schon verbunden, Kish ist schon verbunden. Und ich meine, aufgrund der Distanz dürfte die Stadt Akkad nicht verbunden sein. Es wäre eigentlich cleverer gewesen, eine Straße hier runterzubauen. Nichtsdestotrotz, meine Lieben, ja. Ihr könnt auch Flüsse nutzen, übrigens, um schneller euch fortzubewegen. Nichtsdestotrotz will ich hier so ein Straßennetz haben. Ja, das ist jetzt unabhängig von dem anderen und von dieser Tatsache, dass die verbunden sind miteinander, weil ich wirklich möchte, dass sie mir so gut wie möglich von A nach B kommen. Und da werde ich noch die eine oder andere merkwürdig, also ja, es wird merkwürdig anmuten, wie ich die Straßen teilweise baue, aber es hat dann schon seine Richtigkeit, um schneller voranzukommen, Leute. Ne? Okay, alles klar, dann du bitte hier. Mhm. Da möchte ich gerade nochmal in unsere sogenannten Angelegenheiten gucken. Wie sieht es mittlerweile bei den beiden aus? Okay, ja gut, dieses Charisma. Krass, ja. Ist sie trauernd? Nee, ne? Doch, die ist trauernd, deswegen plus 4. Normalerweise hat sie 3, 5, minus 2, 4. Okay, ja gut. Prinzessin Anne, die Lüsterne, die ist jetzt auch nicht die allerschlechteste. So, was haben wir hier nochmal einen weiteren Enkel bekommen? Ich muss weiter schauen. Juhu, Revan, du bist dabei. Diesmal aber halt als, ja, Dritter in der Erbfolge, tut mir leid.
Übrigens, ich hatte noch von meinem lieben Abonnenten Chris gesagt bekommen, du machst aber bei mir trotzdem die Militärausbildung. Ich möchte einen Anführer des werden, der kämpfen kann. Okay, so in die Richtung, sage ich mal. Sag ich, okay, Chris, mache ich auf deine eigene Gefahr. Ich habe genug andere Nachfolger. So, Helen und Sextus haben auch nochmal jemanden bekommen. Übrigens, sie ist 50% römisch. Das wird euch angezeigt, ne? Das ist ganz, 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 ganz interessant zu sehen. Camilla könnte man eigentlich auch mal fröhlich verheiraten. So. Nein, das bestimme ich nicht als ausgewählten Erben. Ich möchte einen weiteren Namen machen. Ja, dann nehme ich am besten die... Das ist jetzt die Sapse. So, okay. Aus Familienheirat. Wie sieht es eigentlich bei den Familien aus? Ja, das sind so Sachen, die muss man einfach nachschauen. Die Kassiten sind ein bisschen unglücklich. Ja, wollen wir mal den ihre Laune heben. Mal schauen, was das für junge Krieger in ihrer Familie haben, um unsere nette, liebe Carmilla unter Dach und Fach zu bringen. Ausländische Heirat. Nein, Familienheirat. Und dann hätte ich bitte gerne die Kassiten, die Jäger. Dankeschön. Dürfen die sich mal hier anbiedern. So, ich gehe mal kurz erst in die Städte. Ein Dichterlehrling hergestellt. Mhm. Hergestellt, das sind ja immer so klasse. Dann hätte ich gerne noch einen Holzfäller. Liebes Spiel, dankeschön. Wir müssen es nämlich noch schaffen, unsere Ambition hinzubekommen. Eine weitere Produktion in Nippur. Und ich weiß, dass ich durch die Vereinödung jetzt das eine oder andere auch anschließen kann, meine Lieben. Das ist mir durchaus bewusst. Ja, erstmal das Gericht. Ja. So, dann haben wir eine Handelsmission am Laufen. Die Kinder sind soweit ausgebildet. Das ist alles soweit okay. Die Zufriedenheit hier ist... Das ist die Übersichtsliste von den Leuten. Okay, vergisst es. Okay, 120 und 60 da oben trotzdem. Alles klar. So, mein einer Speer hatte jetzt Vorrang hier. Gut, wir entdecken immer mehr. Und jetzt haben wir keine Befehlspunkte mehr. Neues Jahr, neues Glück, würde ich behaupten. Und ich würde sagen, jetzt geht Monali down. Recht jung. Echt bitter. Lange hat sie dann nicht regiert, wenn sie es jetzt erwischt. Manchmal sind es auch 2 Jahre, bis was passiert. Na, sie hat es erwischt. Ja, und jetzt haben wir auch für die Philosophie. Civic haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Ne? 20 Jahre noch müssen wir die erlassen. Sonst gibt es Mali, habe ich euch aber erklärt. So, Nabonidus hat es nochmal geschafft. Hat nochmal Kamian Charisma hinzugefügt. Königin Monali ist in Nippur gestorben. Während der Ausübung ihres Amtes sozusagen auf dem Schreibtisch zusammengeklappt, die Arme. Nabonidus ist nochmal kurz zu seinem Ableben zu unserem Glauben konvertiert. Der Oligarch tot, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir können dann halt auch schauen, so ein bisschen, wie das Verhältnis ist dann mit dem einen oder anderen, aber das ist jetzt irrelevant. Oh, Helen ist eine Grausame. Interessant. So, die Anne hat es geschafft, noch eine Handelsmission zu machen. Jetzt ist sie ja mittlerweile Anführerin. Und wir könnten uns Training erhandeln für Holz, auf keinen Fall. Wir könnten Steine ausgeben für Befehlspunkte. Wir könnten Steine ausgeben für Forschung. Dann tue ich über meinen Schatten springen und wir werden Stein für Forschung handeln. So, die Kassiten haben doch mal 2 formschöne Typen hierher geholt. 23-jähriger Fanatiker oder ein Richter. Der ist aber 40, der Typ, ne? Egal, die darf jetzt sich mal ein bisschen was Erfahreneres ranholen. Nutipri der Gnädige ist die bessere Wahl. Jo,
Königin N tot, also Königin Munali tot und die N darf jetzt herrschen, kriegt 40 EP da dafür. Alles klar. Ein bisschen so Melodie hier. So. Also. Ja, deine Krönung has been met with a faith of patriotic fervor. As subjects from across the nation seek to serve the new ruler. How shall we harness this enthusiasmus? Okay. Organize a labor corps to improve lands. Erhalte Baumeister in Babylon. Gut, okay. Königin Anne wird erfolgreich. Okay. Train with the army to increase morale. 270 Königin Anne wird unerschütterlich. Nö. Encourage artisans to move to our capital. 160 Kultur. Das wäre schon mega geil. Das wäre schon mega geil. Wir wollen Künstler haben. So in unserer Hauptstadt. Gib einen Bürger dazu und nochmal 160 Kultur in Babylon. Das hätte ich gerne. A man in Kish Market has been arrested for insulting the public. His crime. After building a large place, he proceeded to recite from his holy teaching, the Yasna. This is not the first incident of this kind. Wie grau intrigut bei these followers of Zoroaster. Ach, die wollen jetzt auch zu mir kommen, diese Religion, die bei uns überall verbreitet ist. Kann sich in Kish ausbreiten, okay. Das wäre schlecht für Kish, okay. Für Zoro. Wir würden aber zwei Milizen erhalten, nee. Ja, das darf sich bei uns mal ausbreiten. Das ist okay. Tod von Statthalter. Wähle einen neuen Statthalter. Machen wir mal. Also, Nippur. Wer darf es denn jetzt übernehmen? Den Laden. Abbrechen. Muss ich später entscheiden. Neue Ambition. Kontrolliere zwei arkadische Bogenschützen. Wollen die... Ja, das ist klar. Die Amoriter. Entdecke 8 Technologien. Wir nehmen mal die Sache von den Kassiten. So. Okay. Die Hauptstadt. Babylon. Hat einen Gouverneur. Kriegt jetzt aber Königin Anne. So. Will ich verändern. Müsst ihr mir einfach zugestehen, dass es die Herrscherin macht. Weil sie ist jetzt halt auch 32. Sie könnte auch eine Weile lang eine Anführerin sein. Dafür darf man jetzt hier jemanden einsetzen. Und dann nehmen wir am besten... Die sind alle recht schlecht. Hier könnte man eine Landwirtin wenigstens nehmen. Was ist sie? Sie ist eine Wissenschaftlerin, okay. Helen macht mir das Wachstum kaputt und ist auch noch Unzufriedenheit. Die ist ja eh grausam, die Frau. Dann nehmen wir hier mal einmal Gashanananushnu, die Landwirtin. Nimmt mir ein bisschen Verwaltung raus, aber das ist okay. Das kann ich gerade noch so verknusen. Ich gucke gerade schnell die Städte durch, im Schnelldurchlauf. Entschuldigt bitte dieses Hin- und Hergehüpfe. Und dann schauen wir uns mal noch die Einheiten an, die wir hier machen können. Okay, hier möchte das Spiel, bau bitte auch noch in Kish eine Garnison. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Das können wir hier auch mal machen, auch wenn es 5 Jahre dauert. Ihr seht ja, dass die Gouverneure durchaus Vorteile bringen. So, jetzt ist die Stadt hier verbunden, weil es hier an dieses Stadtteilfeld angrenzt. Ne? Das nochmal ganz kurz zur Erklärung. So, jetzt haben wir hier überall Fluss runter und so weiter und so fort. Das ist jetzt erstmal irrelevant. Ich stoppe jetzt an der Stelle die Straßenerstellung, denn ich gehe jetzt als nächstes hier hin, denn ich kann eine schöne Plantage errichten, die mir plus 2 Kulturen plus 20 Gold gibt. Dann wollen wir mal dahin laufen. Und das ist nochmal was? Weihrauch. Eine Weihrauchplantage. Die wird hier natürlich errichtet. Ja, muss sein, mehr Luxusgüter, mehr, auch für mehr Zufriedenheit. Nur noch 3 Befehlspunkte. Einheiten sind alle gerückt. Dann brauchen wir jetzt einen neuen Gesandten, Leute. Wir haben ein Problem. Wir haben keinen Gesandten mehr und müssen jetzt uns entscheiden, wen wir nehmen. Nö.
Das ist egal, wie alt ist die? 54 ist mal ein bisschen zu alt. So, der Gemahl Sextus könnte der Gesandte werden. Stammesmeinung brauche ich nicht. Der da ist, 71 ist mir auch jetzt zu alt für die Ausübung des Amtes. Ausländische Meinung plus 15. Stamm sinkt runter. Religiöse Meinung sinkt schlecht. Die Grausame, die Herzogin, die könnte plus 25 plus 5 religious meinen. Okay. Das ist sogar, als Gesandter kann sie sogar richtig gut sein. Das ist egal, das ist egal. Ja, dann Helen. Mensch, du hast was zu tun. Schau mal. Jawohl, ich guck mal ganz kurz. Minus 50% verärgert auf der Religion. Ey, klasse, ja, nehme ich. Alles klar, zack. Ja, und sowas macht natürlich auch dann eine Familie. Übrigens glücklich, ne? Ein Anführer oder Anführer aus unserer Familie, ja. Unsere Gesetze mögen die. Sie haben mit die meisten Städte, das mögen sie auch und so weiter. Ja, ist jetzt auch wurscht. Also, das sind halt so Sachen, wie ihr eure Familie und unser Reich glücklich hält. Das müsst ihr halt im Einklang halten, ne? Manchmal ist es nicht immer das Beste, auch wenn ihr wahrscheinlich der eine oder andere sich jetzt gleich direkt voll aufregt. Es ist nicht immer das Allerklügste aus politischer Sicht. Das heißt nicht, dass es meiner Meinung entspricht. Es ist nicht immer das Klügste, die kompetenteste Person einzusetzen. Manchmal müsst ihr auch auf die Befindlichkeiten achten, denn ihr könnt in diesem Spiel, mir ist es noch nicht gelungen, Volksaufstände bekommen. Bürgerkriege. Ja, also das kann passieren. Es können sich Familien gegen euch, ja, wie soll ich sagen, erheben, zur Wehr setzen. Und das wollt ihr nicht. Ja, das ist einfach so. Das wollt ihr nicht. So, wir haben Mauern fertiggestellt. Die zeige ich euch auch gleich. Staatskasse Fischer. Das würde nochmal das Wachstum erhöhen. Zufriedenheit ist jetzt auch nicht so das Allertollste. Wir könnten noch eine Wache hier unten bauen. Ein Schleuderer meine ich mit der Fähigkeit Wache. Plus 20% im heimischen Gebiet. Wir machen nochmal einen Schleuderer hier. Wir gehen auf Nummer safe und machen nochmal ein bisschen Militär. Hab schon länger nichts mehr für Militär gemacht, ne? So, und hier ist, ich hoffe, ihr könnt es halbwegs sehen, diese ganz einfache Mauer von Akkad, ne? Ich habe vergessen übrigens, wie ich die Dinger da ausblenden kann. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ja, also finde es, wie gesagt, insgesamt ist es ein sehr hübsches Spiel. Also für Leute, die gerne Sightseeing, so wie ich das mache, haben hier. Also ich finde, die Grafik passt einfach, ne? Zu meiner Meinung nach passt die einfach optimal. Das ist sehr hübsch gemacht, echt. Hat so ein bisschen was vom Brettspiel, hat so ein bisschen was vom Computerspiel. Vereint es sehr schön. Also ja, cool. Ekibi hat gemacht die Staatskasse. Okay, alles klar, das ist gut. Das finde ich spitze. Was machen wir als nächstes noch? Ah, Unzufriedenheit ist okay. Ein Archiv mehr für mehr Forschung. Und dann geht schon wieder ins nächste Jahr. Zügig geht's weiter. Ich würde gerne eigene große Religion gründen und nicht dem Zoro einheimfallen. Bisher ist es uns noch nicht gelungen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie eine Religion zu euch kommt. Wupp, oh, Rom hat übrigens 12 Punkte und uns überholt. Matriarchin, genau, ist es nicht so schlimm. Okay, mein Gemahl ist jetzt Oberhaupt des babylonischen Heidentums und Prinz Chris ist nun alt genug, um Vertraute unterrichtet zu werden. Das ist gut. Okay, sieht eigentlich aus wie eine unserer Töchter hier oder Schwestern. Dann nehmen wir diesen Wissenschaftler auf. Oh, jetzt gibt es tolle Sachen, Leute. Und ich muss mich für eins entscheiden. Ich könnte einen Kamelbockenschützen holen und einen Kriegselefant. Natürlich hole ich mir einen babylonischen Kriegselefant. Da überlege ich gar nicht lange. Das ist ein freier Kriegselefant. Und Kriegselefanten sind so mächtig, Leute. Ehrlich, sind sie wirklich. Ihr könnt die in dem Spiel echt gut gebrauchen. Ist so. Okay, alles klar. Was können wir als nächstes machen? Hier haben wir jetzt eine Kaserne errichtet. Das ist natürlich nice. Und dann bekommt diese Stadt auch ihre erste Garnison. So. Bevor ich da weitermache. Das setzt man natürlich. Ja, ist genauso wie Kamia. Unsere Schwester. Ich muss jetzt wieder in Helen mich hineindenken. Sie hat ja noch zwei Schwestern. Ja. Spiel.
6 ist die. Revan 3 und Sapse ist 2. Alles klar. Eine Einflussmission. Der Oligarch, also der Anführer der Kunsthandwerker. Königin 1, die neue, startet die Mission beeinflussen. Das ist eine kostenlose Aktion oder sie kriegt 40 EP. Nee, sie beeinflusst ihn ein bisschen, dass die mehr insgesamt, ja, nicht so stänkerig sind und so. Andere Dinge, für andere Dinge kann man das auch noch nutzen. So, solltet ihr dann sehen oder ihr werdet es nicht sehen. Je nachdem, wenn es Sinn macht, mache ich was damit. Wenn es keinen Sinn macht, dann eben nicht. So, okay, dann haben wir das auch mal aufgedeckt hier. Und dann kann dieser Speer. Scheint, dass die Römer diesen Angriff abgewehrt haben. Die mögen uns immer noch richtig arg hier, die Jungs. Das ist ganz cool. Ja gut, ich hätte eher eine Handelsmission machen sollen. Ja. Nächstes Jahr. Ist jetzt egal. Es ist, wie es ist. Die Werte von N sind echt stabil. Also 5 Weisheit, 6 Charisma, 1 Mut, 1 Disziplin ist echt gut. Ach du grüne Neune. Also, der Leuchtturm von Alexandria haben die Griechen gebaut. Das ist egal. Also weiterhin bei den Zoro-Leuten ist ein Ägypter der Oberhaupt. Redner ist gestorben, Oligarch ist gestorben, Feldherr ist gestorben, Sinmubla der Jüngste ist zum... Okay, Hammurabi, der Intrigant, okay. Königin Anne, die Statthalterin von London, has been feeling quite poor lately und ist schon wieder krank. Meine Herren, more confident. Helen ist mutiger geworden, okay. Agum ist zum... Okay, Oligarch zum... Okay, Oligarchin, okay. Die Oligarchen-Sachen überspringe ich meistens im Kopf, weil sonst irgendwie wird es zu viel. An ambassador arrives from Ägypten with a diplomatic offer. Tutmose desires to build a relationship on a solid foundation. As solid and reliable as the magnificent stone from our quarries. How shall we respond? Okay, der möchte unsere gute Beziehung festigen, der Tutmose. Wenn, er ist ja auch eher nur an die Macht so schnell gekommen, weil wir Neferure ausgemerzt haben. So. Frieden mit Karthago und Frieden mit Rom. Okay. We agreed to sign a proposed treaty. Accept this stone as a symbol of our peace. Ihm 95 Steine in den Rachen schieben. Nee, dann machen wir einfach so Frieden. Haben ein besseres Verhältnis, das ist okay. Warum soll ich ihm jetzt nochmal Steine in den Rachen schieben, nur weil er von Steinen redet? So, Herzogin Helling believes that we can reach religious concord with the Zoro through gathering the religious leaders at a whole Kirchenversammlung. Shall we approve her plan to reach out Zoro? I would like to improve relation with Zoro. Through a whole Kirchenversammlung. Das ist eine freie Kirchenversammlungsmission. This is not the way I wish conduct relation with Zoro. Dann machen wir halt mal so eine komische hohe Kirchenversammlung bei uns, von mir aus. Dann kann ich sie jetzt nicht einsetzen, ist jetzt halt eine Mission. Wenn sie das wünscht, meine Schwester, soll sie es bekommen. So. ...49 Eisen, 74. Okay, wir müssen weiter mit dem Holz machen, denke ich. Wir müssen weiter mit dem Holz machen. Sieht gut aus, unser Holz. Ne? Wir haben wirklich viel Holz vor den Hütten, aber das kann auch ganz schnell wieder weg sein. Deswegen bin ich da so, ja, überengagiert, würde ich sagen, was das angeht. So, in Nippur haben wir das Odeon gebaut. Als nächstes rast du hier runter. Das kostet mich einen Haufen Befehlspunkte, aber ich hätte gerne eine Lavendelplantage. Das muss sein. Ja, da rede ich von einem Zwang. So, wie es ausschaut, habe ich hier eine Garnison gebaut und habe noch genug Befehlspunkte, um in Ekibi einen Gouverneur einzusetzen.
Man muss halt aufpassen, ihr könnt halt nicht überall die gleichen Leute einsetzen. Ihr müsst halt, sag ich mal, genau drauf achten, welcher Familie die angehören. Und wenn das eine Stadt ist, wie zum Beispiel hier, das gehört den Amoritern, und die Amoriter, die haben halt nur Resterampe noch übrig, ne? Und dann können auch nur ein Amoriter die anführen. Und dann nehme ich jetzt halt einfach mal den faulen, aufmerksamen Typen. Ja, ich verzichte ein bisschen auf Militärpünktchen. Viel Boni bringt er mir nicht. Es ist halt so, sie leveln halt auch, ne? Dass, wenn sie da in ihrem Amt sind. Jo, nur so zur Info. Und das ist halt dann schon wiederum wichtig. So. Dadurch könnt ihr sie nämlich ein kleines Stückchen besser machen. Beinahe hätte ich es übersehen, das gebe ich zu. Ist nämlich auch nochmal eine Plantage für Lavendel. Zwei Befehlspunkte noch. Ach so, nee. Nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe, deswegen gucke ich hier gerade kreuz und quer. Wir fahren da hoch, wo wir die Berge sehen können und sind ganz aufgeregt, wohin uns dieser Weg führt. Kisch hat ein Holzfäller fertiggestellt. Noch ein Holzfäller kann ich da jetzt nicht machen, weil, klar, ich halt kein Sägewerk mehr habe. Könnten hier eine Jagd veranstalten, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ein Archiv wäre gut. Staatskassen unbedingt. Wir bekommen nämlich langsam ein Goldproblem. Das habe ich so ein bisschen vernachlässigt und da muss ich mich jetzt dringend drum kümmern. Ich habe sogar sehr vernachlässigt, auf die Goldsachen zu gehen. Und sowas kann einem ganz schön böse auf die Füße fallen, in dem Sinne, dass es auch richtig wehtut. Nicht wie ein angenehmer kleiner Flummiball, sondern so richtig wie so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Amboss halt. Das Geld darf uns nicht um die Ohren fliegen. Was? Will das Spiel mich jetzt trollen? Ist das ein Bug oder ist es ein Feature? Deine Ärzte und Wahrsagen haben dich gewarnt, das Ende ist nah, Zeit, deine Angelegenheiten zu erledigen. Karthago warf noch Königin Gemahl, wurde krank. Ein Held ist gestorben und ein Taktiker ist gestorben. So, Prinz Chris, ich werde deinem Wunsch jetzt entsprechen, dann würde ich mal sagen, fröhliches, vorzeitiges Ableben. Wir werden nochmal die Taktik machen und ich sag ganz, ganz ehrlich, wenn es jetzt halt wieder schief geht, ist halt schief. Chris, es war dein Wunsch. Er wird Taktik lernen. Bitteschön. Dann sind wir mal gespannt. Das kann doch gar nicht sein, die ist 35. Dann übernimmt Chris und er hat eigentlich noch gar nichts. Das ist voll. Es ist schon ein bisschen merkwürdig jetzt gerade das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, ist so. Tut mir leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kann das jetzt sein? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Hier wird sogar die Kornkammer Sinn machen, ne? Weil das sind alles Farmen, denke ich, oder? Oder wie? Ne, das sind Plantagen, da macht sie keinen Sinn. Vergiss es, ich habe nichts gesagt, Leute. So, von wo aus muss ich die Straße weiterbauen? Und da. So. Babylon hat einen Holzfäller fertiggestellt. Noch 11 Jahre, bis mein Quest vorbei ist. Dann bitte erstmal Staatskassen. In Produktion in Nippur. Die haben das Gericht fertiggestellt. Okay. Da geht der Gärtner, den muss ich machen. Der Gärtner ist natürlich der Mörder, das wisst ihr alle. Deswegen gibt es hier einen Gärtner. Ah.
Aha, wir haben die Vandalen, sind wir getroffen. Das sind sozusagen die Germanen, die Deutschen sozusagen. Was hinfort, du Schuft, schön, nehmt das Geld und verschwindet. Nein, ich schick. Nein, nein, hallo, da haben wir halt Krieg. Wir haben direkt Krieg mit einem Barbarenstamm. Ich lasse mich doch nicht hier um 230 Gold erleichtern. Und dann erkunden wir erstmal hier die Küste. Das ist jetzt hochgradig wichtig. Wir verstecken uns hier im Wald. Und das hier wäre zum Beispiel ein Siedlungsgrund für uns, den könnten wir attackieren. Dazu aber, meine lieben Solsystembewohner, brauchen wir eine Flotte und wir brauchen so viele Schiffe, dass wir halt einen gewissen Bereich abdecken mit denen, weil die kann man so ankern lassen, dann haben die so einen Rahmen um sich rum und da könnt ihr dann Einheiten sozusagen verschiffen. Da müsst ihr euch vorstellen, in dem Rahmen würden die Schiffe halt mit ihrer Reichweite und sowas Truppen transportieren. Das ist dann später relevant, aber da können wir auf jeden Fall dann noch hinkommen. So. Mit diesem fiesen, gemeinen Cliffhanger sage ich erstmal Tschö mit Ö, meine Lieben. Ich hoffe, euch gefällt Old World genauso gut wie mir. Wenn dem so ist, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal sowieso, wenn euch gefällt, was ich hier insgesamt mache. Fände ich mega nice. Schöne Sternreise. Bis zum nächsten Mal. Euer Bencake28. Ciao, ciao.